Für wen ist Trading eigentlich geeignet? Man stellt sich ja mal vor, Trading, coole Sache, schnell mal 5 Minuten am Handy, schon reich. Die Wahrheit ist, so funktioniert das nicht. So erlernst du eine Spielermentalität und verlierst dein Geld. Wenn du wirklich traden willst, dann ist Trading nur für dich dann geeignet, wenn du ein bisschen Geld hast, wenn du ein bisschen Zeit hast. Und ein bisschen Zeit, um ordentlich zu traden, heißt, du hast 2, 3, 4 zusammenhängende Stunden am Tag, die du wirklich Zeit hast, das zu tun. Ist also wie ein Nebenjob. Ja? Da kannst du auch nicht sagen, oh, ich mache jetzt mal 2 Minuten das und dann mache ich mal 5 Minuten das und dann mache ich dieses und jenes und guck da mal nebenbei aufs Handy. Nee, das funktioniert nicht. Wenn du etwas erreichen willst im Trading, brauchst du mindestens 2 zusammenhängende Stunden, damit das sinnvoll ist. Du brauchst sie entweder morgens während der europäischen Session oder du brauchst sie abends während der amerikanischen Session. Ja? Immer dann, wenn die Hauptmarktteilnehmer aktiv sind. Und du brauchst natürlich Geld, weil dein möglicher Erfolg im Trading hängt ab auch von deiner Depotgröße, von deiner Kontogröße. Ich weiß, es gibt die Videos, kleine Kunden groß traden und die meisten Leute traden große Konten klein und wie auch immer. Es ist trotzdem so, auch wenn du es schaffst, ein kleines Konto groß zu traden, dass groß ja vielleicht immer noch nicht genug für dich ist. Mein Spruch ist immer, wenn du ein kleines, wirklich kleines Konto hast, 500 Euro, 1000 Euro oder irgendwie sowas, dann verdienst du pro Stunde weniger, als wenn du bei Lidl Kissen stapeln gehst. Dann ist es sinnvoller ökonomisch, Kissen stapeln zu gehen, bis du das Konto so groß hast, dass der Erfolg im Trading größer ist als der Erfolg beim Kissenstapeln. Und nein, das ist kein Witz oder so, sondern das ist ökonomische Vorgehensweise. Schaue, womit du dein Konto größer bekommen kannst. Ja, wir werden sicherlich auch ein Video noch machen, wo ich dir erkläre, wie man das tut. Weil es gibt ja verschiedene Strategien dafür. Und die Strategie, ich setze alles auf schwarz oder ich setze alles auf rot, die funktioniert natürlich überhaupt nicht. Ja. Wenn du also wissen willst, ob Trading für dich geeignet ist, überlege dir, hast du wirklich zusammenhängend Zeit? Hast du ein bisschen Geld zur Verfügung oder die Möglichkeit, in einem überschaubaren, sonst bist du ja nicht motiviert, in einem überschaubaren Zeitraum das Konto auf eine sinnvolle Größe zu bekommen? Und dann, willst du eine Abkürzung oder willst du keine? Willst du alles selbst rausfummeln? Oder machst du es wie beim Autofahren? Machst du es wie, wenn du Tischler wirst, wie wenn du irgendeinen anderen Beruf lernst, holst du dir also einen Coach an deiner Seite? Das sind die Fragen, die du dir stellen musst. Natürlich gibt es da immer den limitierenden Glaubenssatz, ja, ich muss ja für mein Konto sparen, da kann ich mir die Ausbildung ja nicht leisten. Meine Antwort darauf ist, und ganz ehrlich, du kannst dir gar nicht leisten, keine Ausbildung zu kaufen, weil sonst wirst du nämlich nie dein Konto groß bekommen. Du brauchst auch im Trading jemanden, der dir hilft. Einen Trainer, einen Coach, einen Mentor. Du fängst ja auch nicht an und sagst, ich spare jetzt erstmal für meinen Mercedes. Und wenn ich den dann habe, dann fahre ich erstmal los. Führerschein mache ich später. Sondern du machst ja erst deinen Führerschein und sparst dann für dein Auto, oder nicht? Ja? Und lernen kannst du eigentlich auch ohne ein Konto. Und ja, ich weiß, oh, da sind ja keine Emotionen dabei. Und genau, das ist doch der Punkt. Es dürfen gar keine Emotionen dabei sein. Du musst im Demokonto genauso traden, als wäre es echtes Geld. Nur dann kannst du erfolgreich sein. Du musst nämlich deine Emotionen kontrollieren. Wenn du die nicht kontrollieren kannst, deine Emotionen, solltest du nicht traden. Dann ist Trading für dich nicht geeignet. Daher, es gibt viel zu tun. Wenn du Spaß hast,
herauszufinden, ob das wirklich etwas für dich ist und du hast Interesse, du bist super motiviert, dann klick doch einfach hier auf den Link unter dem Video und buche ein Beratungsgespräch mit mir und wir schauen, ob wir zueinander passen und ob es Sinn macht, ein Coaching bei mir zu buchen. Die Wahrheit ist, für die Majorität, das heißt für die absolute Mehrheit der Leute, macht es keinen Sinn. Ich bin keiner, der dir jetzt aufschwätzen will. Wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du das auch. Sondern ich will dich eher warnen, es zu tun. Nur wenn ich sehe, dass du wirklich motiviert bist, dass du wirklich Biss hast, macht es Sinn, dass du in meine Ausbildung kommst. Finde es heraus. Klick da unten drauf. Lass uns miteinander sprechen. Bis dann, dein Otto. Ciao.